Soll die zweite Ausbaustufe von Tesla realisiert werden, muss der zuständige Wasserverband WSE zustimmen. Dieser hatte schon im Frühjahr deutlich klargemacht, dass für neue Bauprojekte die genehmigte Fördermenge nicht ausreichend ist. Der stellvertretende Landrat von Oder-Spree, Sascha Gehm, denkt, dass die Lage deutlich entspannter ist, als sie dargestellt wird. Weil sich die Entnahmemengen des WSE in den letzten 3 Jahren komplett anders entwickelt haben, als er es prognostiziert hat, weil er heute noch immer entsprechende Puffer hat, weil es entsprechende Verfahren gibt, die neue Entnahmemengen erschließen sollen und die Zeit auch da ist, um diese zu erschließen und ans Netz zu bringen, sodass nicht zu befürchten ist, dass irgendwann in Erkner und Umgebung mal warme Luft aus der Leitung kommt. Doch Fakt ist, dass der Grundwasserspiegel sinkt. Laut LFU ist dafür unter anderem der Klimawandel verantwortlich. Auch an vielen Seen und Flüssen fallen die Pegel. Aber es gibt auch Lösungsvorschläge. Wenn wir das Wasser im Moment, ich sag jetzt mal, säubern und in das Oberflächenwasser nach Köpenick-Schrägstrich in den Müggelsee geben, dann fließt es über die Spree ab ins Meer. Davon haben wir alle gar nichts. Dann ist es nämlich aus der Region weg. Was ich befürworte, ist eine neue Klärstufe, die Klärstufe 4 in unseren Werken, in unseren Abwasserwerken, damit das Wasser dann wieder in die Moore oder auch in die Wälder zurückgegeben werden kann, damit das Grundwasser hier in der Region gestärkt wird und das Wasser in der Region bleibt. Gräbt Tesla den Menschen das Wasser hier ab? Alexander Riederer von Paar, Policy and Business Development bei Tesla, äußerte sich auf der letzten Gemeindevertretersitzung von Grünheide zu den Plänen, selbst nach Wasser zu suchen. Guten Abend zusammen. Ich kann gerne kurz was zu den Wassererkundungen sagen. Es geht nicht darum, dort Wasser zu pumpen, was wir machen wollen. Wir wissen, das Thema bewegt die Region und ist wichtig. Wir wollen analog zu dem, was Brandenburg oder das MLUK in Hangelsberg gemacht hat, die Erkundungen. Wir wollen lediglich die Datengrundlage zum Thema Wasser vergrößern. Und dadurch haben wir, weil wir im Gegensatz zu Brandenburg mehr Risiko eingehen können, auch Gebiete untersuchen, wo vielleicht nichts bei rumkommt, haben wir aus unserer Sicht überlegt, wo können wir da unterstützen. Und eine Möglichkeit, die wir gesehen haben, ist, die Datengrundlage zu verbessern und Probebohrungen durchzuführen. Die sollen analog zu den Probebohrungen in Hangelsberg genau gleich durchgeführt werden. Und das Ergebnis daraus werden dann eine bessere Datengrundlage über die Wasservorkommnisse sein. Genau das, was ja von Wasserverbänden, von Umweltverbänden auch gefordert wird, dass mehr erforscht und mehr Datengrundlage herrscht. Nur darum geht es und das machen wir noch nicht. Das ist unsere Absicht, das zu tun an 2 Standorten im Fürstenwalde. Die Ressource Wasser ist ein bedeutender Standortfaktor. Ein Thema, das bei neuen Industrieansiedlungen immer wieder diskutiert werden wird.